Moin Leute, seit 28.08.2023 hat Kevin Russell wieder eine neue Facebook-Seite und eine offizielle eigene Webseite, www.kevinrichardrussell.de. Hier geht es aber jetzt vorwiegend um die Neuigkeiten, die er auf Facebook in die Welt hinausträgt. Veritas Maximus ist zwar vorbei, mit den Onkels gibt es erst nächstes Jahr wieder eine Tour, jedoch ist es jetzt gerade an der Zeit für den Circus Maximus. Kevins Autobiografie, die jetzt ab 26.10.23 ausgeliefert wird, erhältlich für den sportlichen Preis von 89,90. Dazu schrieb er am 6. September in einem Facebook-Posting: Hallo Leute, es dauert nur noch ein paar Tage, bis alle Details announced werden. Glaubt mir, das Warten lohnt sich. Ich habe so viel Liebe und Leidenschaft in diese 3,8 Kilo feinstes Papier gesteckt, so viel von meinem geistigen Auge nochmal durchlitten, eine unglaubliche Reise. Grüße, Kevin. Er gab auch schon 3 Interviews, auf die ich, sobald ich sie habe, auch nochmal mit einem Video eingehen werde. Dazu schrieb er auf seiner Facebook-Seite: Kinders, ich habe ein paar ausführliche Interviews gegeben. Wenn ihr Lust habt, in der nächsten Ausgabe des Metal Hammer sowie der Rockhard und online im Pressure Magazin. Eine Top-Woche wünsche ich euch, Kevin. Hashtag Metal Hammer, Hashtag Rockhard. Ich bin mehr als gespannt, was er da so zu erzählen hat. Ich gehe hiermit aber nun weiter auf seine Facebook-Infos ein, weil, wie wir wissen, hat längst nicht mehr jeder Facebook. Let's go! Am 16. Oktober postete er ein Bild von sich vor einer Erinnerungstafel an den Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, welcher aus politischen Gründen aus Köln ausgewiesen wurde und vom September 1935 bis Sommer 1936 im Pax Erholungszentrum in Unkel wohnte. Darunter im Bild sieht man das Ortsschild Unkel, das mit einem Strich über dem U und einem Z hinter dem L zu Onkels umfunktioniert wurde. Dazu schreibt Kevin: Früh im Entstehungsprozess merkte ich, dass ich trotz aller Entschlossenheit, mein Buch zu schreiben, ein wenig Hilfe brauchen würde. Die fand ich mit meinen 2 Buddies von der Tafelrunde. So nannten wir unsere Sessions, die wir entweder bei ihnen im Rheinland oder bei mir zu Hause abhielten. Im Rahmen der ersten Begegnung bin ich in das Örtchen Unkel am Rhein gefahren und wir schlenderten durch diesen geschichtsträchtigen Ort am Fuß des Siebengebirges. In der Altstadt ist im Prinzip alles von historischer Bedeutung. Wahnsinn. Soweit, wie ich finde, schon ziemlich interessant. Aber noch interessanter wird es, wenn man sich seine Postings zu den im Buch vorkommenden Stories gibt. Am 9. Oktober schrieb er im blauen Gesichtsbuch: Namen Leute, hier mal ein klitzekleiner Abschnitt aus einem meiner insgesamt 3 Jägermeisterschlachten innerhalb von nicht mal 4 Jahren. Euer Kevus Maximus. 2.15 Uhr war. Dann fiel ich wie ein Boxer nach dem Lucky Punch in der 10. Runde nach hinten um. Wie ein Stein auf die Bretter und war weg. Geil. Endlich wieder Koma. Als mir wieder gelang, die Augen zu öffnen, wanderte mein Blick sofort zu der Uhr an der Wand. Eine diebisch, kindliche, ja beinahe irre Freude ließ mich fast meinen erbärmlichen Zustand vergessen, denn der Zeitmesser zeigte 6.10 Uhr an. So in etwa muss ich ein auf See verschollener Schiffsbrüchiger fühlen, der nach Wochen endlich wieder bewohntes Land erreicht. Mein gelobtes Land war das Aqua Domus und meine Erscheinung Robinson mal 3. So machte ich mich mit gesenktem Blick und fettigem Haar in pappigen Strähnen oder eher matten, davor baumelnd auf dem Weg. Ein auffällig kranker, wackelig gebeugter Gang war mein Strud dieser Tage. Nur auf dreckigen Socken bei winterlichen Temperaturen vorwärts getragen, um mich auf dem kurzen Trip nach Canossa mit frischem Proviant einzudecken. Na dann, Prost! Auch ein paar Videos hat er dort gepostet, die manchmal nur 15 Sekunden lang gehen und Trailer darstellen, die übrigens echt gut gemacht sind, aber manchmal auch ein paar Minuten lang sind. Leider musste ich auf unschöne Art und Weise feststellen, dass ich hier nicht einfach Videoausschnitte zeigen darf, weshalb ich nicht sicher bin, ob ich diese hier reinschneiden kann. Daher muss ich das leider erstmal lassen. Zu den Onkels selbst schrieb er auch noch was im Post vom 3.10.23. Happy Reunion oder was? Die Scheißzeit ist echt ein Dieb. Meine Fresse. Auf den Tag genau, vor 10 Jahren beschlossen die Onkels in einer Frankfurter Anwaltskanzlei die Fortführung unserer Bandhistorie. Meinen tiefsten Respekt und größten Dank möchte ich hier Stefan, P. und Gonzo zum Ausdruck bringen, die diesen beispiellosen Neustart mit einem clean Kevin noch einmal wagten. Chapeau, Jungs. Die 44-Jahr-Feier nächstes Jahr wird geil. Leute, ihr seid die geilsten. Kevus Maximus. Ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall organisieren und mit euch hier immer kleine Buchbesprechungen und Reviews abhalten. Vielleicht kriegt ihr so Bock, euch das Werk auch noch zu kaufen, aber ich denke, da kommen noch ein paar geile und wahrscheinlich auch verstörende Geschichten auf uns zu. Jetzt liest Olin in der Rolle des Russells euch noch ein paar seiner Postings vor und wir empfehlen euch, diese Facebook-Seite Kevin Richard Russell einfach auch mal selbst unter die Lupe zu nehmen.
Post vom 15.09.23. Damit habe ich nicht gerechnet. Leute, was ist hier denn los? So ein Ansturm auf Circus Maximus, das hatte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Die ganze Kraft und Zeit, die ich in das Ding investiert habe, hat sich gelohnt. Ich bin euch so dankbar für euer durchweg positives Feedback. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mega gefreut habe ich mich über die Kommentare mehrerer Druckmeister, die das Baby aus der Ferne als handwerkliches Meisterwerk begutachtet haben. Danke für alle eure Kommentare. K.R.R. www.kevinrichardrussell.de. Jetzt das Posting vom 29.09.2023. Hey Leute, im Zug der Arbeit an Circus Maximus bin ich mit meinen Kumpels der Tafelrunde, mehr dazu im Buch, viel rund um Bonn unterwegs gewesen. Hier bin ich im Garten des wunderschönen Kloster Heisterbach. Im Hintergrund die von einigen Metal-Covern bekannte Chorruine. Das ist echt ein magischer Ort. Wir haben stundenlang in diesem Park gesessen und mein Leben Revue passieren lassen. Reden, reden, reden. Ich musste alles auffühlen, ausbuddeln und auch aushalten. Da waren so viele Fragen, die mir so offen noch nie gestellt worden waren und die ich aus einer anderen Perspektive so nie betrachtet hatte. Ich habe mich zutiefst geschämt. Wir haben uns bepisst vor Lachen und im nächsten Moment wieder großes Schweigen, weil keiner mit dem eben Erzählten umgehen konnte. Und das alles in einem pittoresken Klostergarten. Wer hätte das von Russell gedacht? Was für eine therapeutische Reise, gebettet in Rheinromantik. Freaky shit alles. Ich zähle die Tage bis zur Veröffentlichung und kann mich an dieser Stelle nur nochmal bei euch für den bis jetzt so großartigen Support bedanken. Jeder Einzelne um mich herum hat das Maximalste gegeben, um dieses Buch von seiner Ausführung her zu einem haptischen und optischen Meisterwerk zu machen. Danke, ein wunderschönes Wochenende an alle da draußen. Und abschließend noch was sehr, sehr Interessantes vom 14.09.2023. Hier ist es nun, Circus Maximus. Meine Geschichte, mein Leben, meine Selbsttherapie. Nicht immer schön, aber wahr. Ich bin allerdings froh und dankbar, sie geschrieben zu haben. Und jetzt schaue ich auf 500 Seiten mit teilweise uralten Fotos und Zeichnungen in das Spiegelbild meines Lebens. Mann, ist das ein geiles Teil geworden. 3,8 Kilo schwer und es ist ein fantastisches Gefühl, es genau so, in dieser Form, in die physische Welt gehievt zu haben. Die Idee, mein Leben aufzuschreiben, trug ich schon lange mit mir herum. Der finale Anstoß kam dann beim Dreh zu Nero, damals auf Ibiza. Das war 2020 und nichts ging mehr, das wisst ihr alle. Alleine zu Hause an der Schreibmaschine ließ ich in nächtlichen Sessions einmal wieder die ganzen Geschichten vor meinem inneren Auge Revue passieren. Den Aufstieg der Onkels und gleichzeitig meinen stetigen Downfall. Drogistisch, psychisch, physisch und sozial. Wo Schatten ist, ist auch das Licht nicht weit. Und so konnten beide Lebenslinien sich am Ende wieder treffen. Aber lest selbst, schaut euch die Bilder an, erlebt sie nach, diskutiert, lacht, weint oder verflucht dieses Buch. Ändern wird es aber nichts an meiner Vergangenheit. Auch nicht daran, dass ich es schreiben musste. Für mich. Aber aus vielen Dingen habe ich meine Lehren gezogen. Bedingungslose Freundschaften konnte ich als solche begreifen und auch von alten Dämonen nun endgültig loslassen. Mein eigener Circus Maximus, der hinter und vor mir liegt, den ich nun endlich mit euch teilen möchte. Ab sofort bestellbar nur unter www.kevinrichardrussell.de. Ich danke euch allen für eure Treue, auch wenn ich die Onkels-Videos erstmal rausnehmen musste, zumindest bis mein Strike hier abgelaufen ist, weil man nie weiß, wie das Leben so spielt und wie missgünstig die Neider und Hasser da draußen noch so sein können. Versuchen mein Neffe Olin, der hier soeben Kevin Russell spielte, und ich jetzt ein zweites Standbein mit seinem Kanal und meinen alten Onkels-Dokus aufzubauen, damit ihr sie erstens weiter konsumieren könnt, wenn ihr gerade Bock darauf habt, und zweitens uns keiner aus einer Laune heraus zukünftig mehr einfach wegwischen kann. Stattet ihm doch mal einen Besuch ab. Seinen Kanal Olin Rockbox TV findet ihr in meinen Kanalempfehlungen. Wie war das noch gleich? Mich wischt man nicht weg! In Liebe und in auch euch schuldiger Treue, euer Magner Rockbox. Dann bist du hier falsch, da ist man besser.